Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde vom Alaskan Truck Simulator. Dieses Spiel soll zwei Genres ein bisschen vereinen. Einerseits Survival und auf der anderen Seite den Truck Simulator. Du bist hungrig. Ja, wunderbar. Ja, dann esse ich mal ein bisschen was. Ah, guck, 28%. Da sehen wir auch diesen Apfel. Ja, ich habe jetzt einfach mal das Rentierfleisch mitgenommen. So, ei, was gibt's denn? Gucker. Ja, ich würde gerne einmal kochen. Oh, lecker Schmecker. Oh, das riecht auch schon so richtig nach Rudolf dem Rentier. Rudolf the Red-Nosed Reindeer is jetzt in meinem Backofen. Sehr gut. Oh, lecker. Hoffentlich kann ich mein Lenkrad tatsächlich benutzen. Oh, das ist ein schöner Truck. Einmal einsteigen. Oh, schon leicht vereist. So, mal gucken. Ach, Mist, es funktioniert nicht. Okay, dann... Ich tue einfach so, als würde ich mit dem Lenkrad fahren. Winter sind kalt in Alaska. Wir werden HP verlieren bei diesen Temperaturen. Ja, dann mach doch... Ach so, guck mal hier. Ah, das ist geil. Heater anmachen. Okay, jetzt müssen wir... Ah, wir haben GPS. Cantwell Gas Station. Okay. Cantwell Gas... Ah, hier vorne. Und dann fahren wir mal los. Ich finde es wirklich ganz cool, so diese beiden Genres zu verbinden. Nicht zu schnell. Boah, man sieht echt schlecht. Und wir sind auch verdammt langsam. Also ich bin ja jemand, ich liebe den Winter. Aber ich glaube, Alaska wär mir zu krass. Weil da ist es ja auch im Sommer also richtig, richtig kalt. Ich bin schon Fan von verschiedenen Jahreszeiten. Es sei denn, wenn es im Sommer irgendwie 35 Grad sind. Das finde ich auch echt nicht so geil. Oh, Kamera umgestellt. Ja, wir müssen hier aber auch längs. Ich habe hier... Oh, nichts passiert. Stopp! Alles easy. Entschuldigung. Wie komme ich denn jetzt wieder hier rein? Hallo? Ah, danke. Wenn ich hier die eine Taste drücke, dann sehe ich alles, was ich hier drin habe. Heater, Wiper, Differential, Dash... Oh, Dashlight. Oh! Oh, scheiße. Das Schild... Hä? Ist das Schild nicht gerade umgefallen? Scheinbar nicht. So, wir haben auch -3 Fahrenheit. Jetzt weiß ich allerdings nicht, was 3 Fahrenheit... Ich glaube, das ist richtig kalt. So, wir sind da. Ja. Guck, grün. Ah ja. Dann einmal tanken. Ah, apply. Okay, einmal die Handbremse aus Sicherheitsgründen. Ja, das müsste sie sein. Ich bin ja hier auch safety first. So, da geht, glaube ich, richtig viel... Hallo? You've paid $16 für 5 Gallons. Das war günstig. Gut, dann fahren wir direkt mal weiter. Okay, jetzt müssen wir kurz zum Cantwell Store. Irgendwas, vielleicht so ein paar Schneeketten. Oh Gott, es tut mir leid. Es tut mir leid, Sir. Ich habe sie nicht gesehen. Es tut mir wirklich leid. Ja, man muss echt jedes Mal gucken. Weil ist ja nicht so, als müsste ich im Real Life nicht auch immer gucken. Ich habe einen Führerschein, Leute. Wirklich. Und ich habe auch keine Strafen. Ja, höchstens ein paar Punkte. Aber ja, mein Gott. Man kann ja wohl in der Spielstraße ruhig mal 50 fahren. Habe ich nicht gemacht, Leute. Wirklich nicht. Ich bin hoch auf 100. So, hallo. Wird jetzt hier ein bisschen geshoppt oder was? Park the truck anywhere and go to the shop. Ach so, ja, wunderbar. Dann starte ich direkt hier. Motor aus. Bremse. Perfekt. Moin. So, was kaufe ich denn? 3 cans of food and 2 bottles of motor oil. Okay. 1, 2, 3. Und 1, 2. Sehr gut. Jetzt müssen wir follow the GPS. Query pickups. Okay. Dann mal los. Rückwärts hier raus. Warte. Rückspiegel. Diesmal passe ich mehr auf. Oh. Ich drehe hier. Bleib vorsichtig. Hallo. Und los. Mal gucken, was wir an Ware bekommen. Aber was in Alaska? Ja, essen und trinken. Holz, kann ich mir vorstellen, ist da auch bestimmt beliebt. Ich weiß auch gar nicht, wie hier die Geschwindigkeit ist. Also, wie schnell darf ich denn hier fahren? Das sehe ich hier auch nirgends. Oh, ich habe auch schon wieder ein bisschen Hunger. Easy, warte mal, kann ich nicht hier ein bisschen abkürzen? Ja, sehr gut. Guck mal. Ich kenne immer die Abkürzung, egal in welchem Spiel. Da macht man mir nichts vor. Looks like the oil... Oh, ich habe wenig Öl. Was muss ich denn jetzt machen? Stop the truck. Oh, okay, okay. So, warte. Einmal repair. Ja, pack mal schön das Öl da rein. Ja,
Reicht. Reicht. Stopp, 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 stopp. Man darf nicht voll. Das ist eine Sache, die hat mir mein Vater auch beigebracht. Das Öl immer nur an diese eine Grenze da. Weil weder zu wenig noch zu viel ist gut für den Motor. Das war nämlich sehr, sehr wichtig, weil mein Vater hatte mir ja damals für die Uni einen Smart geschenkt. Weil in Hamburg war das super geil. Also muss ich sagen, klar, viele belächeln Smart, also diesen ganz kleinen. Aber es war so geil. Ich konnte in jede kleinste Parklücke, da wo andere Autos nicht mehr einparken konnten, boom, mit dem Smart noch rein. Und in Hamburg, jeder der Innenstadt-Uni-Lage, Junge, einfach mega ätzend. Das war schon sehr, sehr cool. Und der Wagen hat Spaß gemacht. Also kann ich, der hat sich gefahren wie ein freaking Go-Kart. Klar, für die Autobahn war absolute Hölle. Ich bin ja damals mit dem Smart von Hamburg nach Köln gefahren. Weil ich, Bewerbungsgespräche hatte. Ich war auf Wohnungssuche. Damals, wie gesagt, noch in Hamburg gewohnt und dann wollte ich ja unbedingt nach Köln ziehen. Und da hatte ich ein, zwei Wohnungsbesichtigungen. Eben dann auch eine mit Revi, wo wir dann eben auch im YouTube-Haus dann letztlich gelandet sind. Was mega cool war. Aber ich bin da halt an einem Tag 400 Kilometer hin, 400 Kilometer zurück. Und das eine Mal bei, es hat so gegossen. Und da hat mich auch der LKW fast übersehen. Das wäre fast nicht gut ausgegangen. Oh, jetzt bin ich hier aber schon ziemlich krasse Bildung in der Wildnis, oder? Sag mal, wo führt das GPS mich hin? So, hier muss man sich schon echt konzentrieren. Habe ich noch genügend Sprit? Ja, oder? Da unten rechts müsste das ja irgendwo zu sehen sein. Aber es sieht eher so aus, als hätte ich schon unter der Hälfte. Sag mal, wo ist denn das hier? Das ist doch absolut in der Pampa. Das ist ja nicht mal eine richtige Straße. Sag mal, ich werde doch hier gleich irgendwie von irgendeinem Typen, Junge, The Forest 2, kommt gleich einer aus dem Wald gesprungen und zieht mich aus dem Auto. Oder irgend so ein Bär greift mein Auto an. So ein fucking Eisbär. Oh nein, guck mal auf das GPS. Das ist doch jetzt ein... Oh Gott. Aber dann sind wir auch da... Sag mal, wer baut denn so ein Ding da mitten auf dem Berg? Aber was ist das? Ist das so eine Raffinerie? Also irgendwas Industrielles ist es. Das war knapp. Länger hätte meine Schnauze nicht sein können. Das ist auch interessant. In Amerika haben die ja eher so eine lange Schnauze, die LKWs. Und in Deutschland ist das ja eher so ein bisschen platt. So, warte mal. Was soll ich machen? Go to the door? Ah ja, okay. Warte, aussteigen. So. Sand. Okay. Dann werde ich... Achso, ja, da fahre ich jetzt hin und hole den Sand. Sehr gut. Ja. Das ist gelb. Und jetzt... was muss ich drücken? Turn off the engine. Ach so, das muss ich selber machen. So, mach jetzt aber fertig. Perfekt. Connect the cables. Jawohl. Easy. Und der rote hier rein. Ach, die müssen noch hoch. Okay. Kein Problem. Ja. Komm, dreh's nach oben. Es gefällt mir. Ich mag das, wenn es so einzelne Schritte gibt. Ja, sehr gut. So. Oh, jetzt müssen wir natürlich... schaffe ich die Kurve mit dem? Ja, bestimmt. So, ich hoffe einfach mal, dass es nicht allzu weit ist. Oh, Hunger! Oh, ich will nicht verhungern! Warte, ich muss einmal aussteigen. Jetzt lass mich aussteigen! So, wie esse ich denn nochmal was? Inventar, hold to eat. Zack, wunderbar, sehr gut. Weil da bin ich ja auf Verhungern, finde ich nicht so geil. Ich habe auch nur noch 45% Energie. Das sieht man auch oben. Boah, ey, diese Schlängelstrecke. Aber mich beschleicht das Gefühl, dass euer Abkürzkönig Paletto hier eine kleine Abkürzung entdeckt hat. Hier kann man nämlich, glaube ich... Ich bin der Meinung, hier kann man abkürzen. Das muss man natürlich auch mit viel Gefühl machen. Jawoll! Euer Abkürzkönig. Und weiter geht die wilde Fahrt. Oh, da ist jetzt hier links und rechts ist ein bisschen Wasser. Oh, da müssen wir... Achso, okay, ist eine Brücke, chillig. Oh nein, die... Ja, genau. Oh, die Brücke ist gesperrt. Jetzt muss wieder Paletto ran. Genau, ich muss jetzt die Brücke reparieren. Now patch the holes. Ja, mache ich. Remove the barricades. Easy. Perfekt. Wie gesagt, ich mag diesen Ansatz, dass man Hunger hat und scheinbar, dass wir auch, wir sind wirklich nur noch bei 40%. Da müssen wir wahrscheinlich schlafen. Das feiere ich. Warum ist hier plötzlich kein Schnee mehr? Ist es praktisch ein anderes Biom? Weil hier ist plötzlich alles ganz entspannt. Oh, guck mal, hier, Speed Limit 50. Oh,
Oh, ich bin am Speedlimit hängen geblieben. Alles klar. Wie weit muss ich denn noch fahren? Ja, spielen wir ein bisschen damit. Das machen die Trucker in Alaska bestimmt auch. Da gibt's nicht so viel zu gucken. Da geht man mal kurz ein bisschen auf Instagram oder TikTok. Oder schaut kurz mal auf paluten.shop vorbei für Mini-Paluten und vieles mehr. Oh! Ah, guck mal hier, er hat schon ein bisschen Äuglein zugemacht. Ja, ja, weil es wird langsam Nacht. Hey, hoffentlich komme ich noch rechtzeitig an. Aber ich bin vorbildlich, mache jetzt schon das Licht an. Ich komme. Oh Gott, er hat scheinbar einen Unfall. Habt ihr es gesehen? Hä, wo ist er gegengefahren? Vorsichtig! Oh nein, da vorne ist wieder eine Brücke. Was ist dieses Mal? The bridge is closed. Park on the marker and go to sleep. Ah, okay. Zack. Motor ausmachen. Ah ja, jetzt kann ich hier hinten rein, oder was? Jawohl, so ja, ich gehe eine Runde schlafen. 6 Stunden, das passt. Ist sie dann freigegeben, oder was? Weil ich will ja auch nicht mitten in der Nacht. Oh, ist noch dunkel. Da will ich eigentlich noch schlafen. Oh, guck mal. Es hat geschneit. Gut, dann fahren wir doch ein bisschen im Dunkeln. Krass, das ist ganz geil. So, Motor an. Ja, ja, es hat über Nacht geschneit. Jetzt wird es hier echt ein bisschen ungemütlich. Oh, da hinten leuchtet doch was. Ist das die City? Alter, ein Blizzard might be dangerous. Ach, Quatsch. Ich bin hier in Alaska groß geworden. Ich bin hier praktisch auf einem Bären gezeugt worden. In einem Blizzard. Krass. Ja, es wird immer schlimmer. Mal das Licht. Oh ja. Ohne Licht. Ich würde fast sagen, dass man so am besten sieht. Zumindest was die Straße angeht. It's starting to get slippery. You should put chains on the wheels. Ach Quatsch. Ich brauche keine Chains. Ich fahre doch hier wunderbar. Ich habe keinen Bock anzuhalten. Guck mal, der Wagen fährt sich wunderbar. Ich weiß gar nicht, was los ist. Oh ja, leichtes Drifting. Nee, ich brauche die nicht. So, wir fahren jetzt einfach hinter dem Typen so ein bisschen her. Oh, wir kriegen mittlerweile auch echt gut Tempo. Vorsicht, geben Sie bitte mal ein bisschen Gas hier. Oh ja, oh, oh, jetzt ist es ist verdammt rutschig hier. Oh ja, jetzt merke ich das. Oh, krass, jetzt geht's hier aber richtig ab. So, vorsichtig, hier fahren teilweise die Leute schon ran. Ja, da vorne fahren wir auf dem Hof. Sehr nice. So, einmal Ware abliefern. Wo soll ich denn parken? Ach so, ah, hier auf dem. Ja, ja, hier parke ich perfekt ein. Kein Ding. Bin ich schon drauf? Ah, ich... Es ist nämlich überhaupt nicht einfach, so ein Ding richtig einzuparken. Ah, da hatte ich schon in so vielen Spielen so viele Probleme mit. So, ich hab den doch jetzt hier drauf. Und unlock. Jawohl, it's done. Go to the office and finish the assignment. Moin, Chef, ich habe jetzt hier alles fertig gemacht. Dein Hänger steht da vorne. Jawohl. 2600. Und damit würde ich sagen, war's das mit einer kleinen Runde vom Alaskan Truck Simulator. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr super gerne ein Like da lassen. Hier ist jetzt noch der Team Paluten-Kanal. Schaut gerne auf paluten.shop oder kottbruder.de vorbei. Und ja, habt ihr es alle noch einen traumhaften Tag. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.